Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nummer 7. Ja, was haben wir denn letzte Folge gemacht? Puh, ziemlich viel. Wir sind im Gold Saucer natürlich ein bisschen unterwegs gewesen, haben uns die einzelnen Squares angeguckt, die einzelnen Abteile, was man da machen kann. Achterbahn fahren, sehr viel Geld ausgeben bei ziemlich vielen kleinen Minispielchen und uns noch ein bisschen weiter mit der Gondel sind wir gefahren, haben uns dann noch umgeguckt, Chocobo-Wetten mitgemacht und, meine Fresse. Ja, der Kern des Spiels ging eigentlich dann darum, dass wir Dio getroffen haben, den Besitzer des Gold Saucers, der uns in die Kampfarena eingeladen hat. Doch dort gab es ein Massaker. Dort sind viele Leute mit einem Gewehr umgebracht worden. Und eine Frau, die kurz vorm Sterben war, sagte auch noch, dass da jemand mit einem Gewehrarm war. Wenn das mal nicht Barrett war. Ja, und Barrett hat auch hier, als wir dann ins Gefängnis geworfen wurden, hat dann auch ziemlich komisch reagiert, sodass er es eigentlich nur gewesen sein kann. Naja, mal gucken. Wird sich diese Folge alles so ein bisschen rausstellen? Ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich mich einmal kurz nochmal das abchecke beim Mockhaus, bei dem Spiel im Wonder Square, ob es da noch was gibt, wenn man das zweite Mal spielt. Und tatsächlich, es gibt nichts. Absolut gar nichts. Ich habe es eben nochmal gecheckt. Obwohl ich der Meinung bin, dass es in der PAL-Version, also in den ganz normalen alten Varianten, dass es da immer noch ein bisschen was gab. Sonst hätte ich das damals nie gespielt bis zum Erbrechen. Naja. Wir schauen uns auf jeden Fall gleich nochmal kurz an, was für Gegner es jetzt diese Folge gibt. Ja, und da sind schon ein paar, ja. 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 6. Und zwar haben wir als allererstes den Bandit, oder Bandit heißt er im Englischen, die deutschen Namen schauen wir uns gleich an. Dann haben wir einen Gegner, der sich Two-Faced nennt, einmal die Deathclaw, den Bullmotor, den Kaktos, ja, er heißt Kaktos, und den Landwo. Ja, letzteres, sehr interessante Gegner. Und sehen wir auch erst gegen Ende der Folge auch noch was Besonderes, dann dazu, ja. Schätze haben wir nix, seht ihr ja auf der rechten Seite. Und zum Date haben wir auch noch was. Dazu dann, wenn es soweit ist. Und sogar eine Trophäe können wir noch bekommen. Und die wollen wir auch, glaube ich, gleich in den ersten Kämpfen mal raushauen. Dazu mache ich einmal, um es einfach nur herzuzeigen, mache ich hier einmal diese Power-Taste an. Die seht ihr, glaube ich, nicht, weil sie außerhalb oder innerhalb der Maske ist. Deswegen, wir provozieren hier gerade mal einen Kampf. Und dann schauen wir uns einfach mal das erste Limit hier von Kate Thith an, die wir gerade nochmal gucken. Sind wir dann gut ausgerüstet? Materiamäßig meine ich. Ja, siehst du hier schon mal gar nichts? Mei. Das muss ich gleich nochmal ändern. Nehme ich euch gerade mal mit. Warum auch nicht? Wir tauschen nämlich ganz einfach. Hier einmal mit Aerith. Kate Thith. Machen wir einfach mal so und so. Und dann sortieren wir das gleich nochmal andersrum hier. Wir hatten nämlich hier Manipulation, hatte ich ja schon gesagt, eine ganz, ganz tolle Materie, mit der wir auch diese Folge noch an eine Feindeskönntechnik herankommen. So, Aerith, das schon mal weg. Wo ist Tifa? Tifa, da ist sie. So, wen haben wir noch? Yuffie. Nehmen wir auch mal alles, zumindest versuchen wir es alles weg. Ich mache das jetzt einfach erstmal so rüber, ne? Einfach so. Und den Rest packen wir einfach mal an die Seite. Da. Und ich dachte, ich glaube, Koi, du warst das, ne? Das Lied hier. Sehr schön. Ja, ich bin auch Fan davon. Definitiv. Schön melancholisch. Einsamkeitsvermittelnd, wenn man das so sagen kann. Ja, herrlich. So, pass auf. Manipulation, eine sehr schöne Materie, die quasi. Aber gleich auch gleich im Kampf nochmal. Wir schauen erstmal, was denn hier so geht. An Kämpfen. Wenn der Miner kommt. Hallo! Wie immer. Das Gleiche. Übrigens läuft hier immer einer, ne, wir haben ja, glaube ich, letzte Folge, als wir hier zum Speicherpunkt gegangen sind, ist ja so ein Typ hinter uns hergelaufen, der immer nur wie so ein Verrückter uns vollgelacht hat. Und der Typ hier, ja, der sagt, ich will dir was sagen, Neuer, diese Wüste ist die reinste Hölle. Ruckzuck und du bist mittendrin. Wenn du aber wieder raus willst, wird sie dich verschlingen. Ich hörte, dass nur wenige entronnen sind. Am besten hält man sich gänzlich fern von ihr. Ja. Wir können da gleich nochmal eben ganz hoch gehen, wo wir quasi Barrett getroffen haben letzte Folge. Hier in diesem Abschnitt. Ne, der Typ hier wurde ja durchlöchert, sagte er, Cloud. Und hier oben stand ja noch so ein Dude. Weiß gar nicht, haben wir mit dem gesprochen? Keine Ahnung.
schauen uns erstmal an, wen wir denn hier von der Nase haben. Und da haben wir den, ja, Gegner, der sich... Versuchen wir mal kurz auszurauben. Alle haben hier Limits, das ist natürlich doof. Warte mal. Genau, ich wollte ja was herzeigen. Nein! Zwerg, genau. Doppelgesicht nennt er sich hier im Deutschen. Ich erzähl kurz wieder was. Er hat 3300 ganze Lebenspunkte. Keine Schwächen, ist immun gegen Erde, Stopp, Frosch, Paralyse und Manipulieren. Ja, seine Abilities hier sind ein bisschen merkwürdiger, denn dieser Gegner agiert erst, wenn wir ihn angegriffen haben und dann noch mehr eine Art Konter. Und zwar sind dann auch nur zwei Sachen. Entweder zaubert er Heilung 3 auf uns alle oder er macht eine fette Attacke, beziehungsweise nennt sie sich Selbstzerstörung, die ziemlich viel Schaden bei uns macht. Je nachdem, wenn wir ihn gehauen haben, er fällt um und je nachdem, wie der Gegner dann quasi liegen bleibt. Ne? Die blaue Seite des Gesichts ist die Heilung und die rote ist die Selbstzerstörungsangriffsattacke. Es gibt, falls das passiert, egal welche Sorte von Angriff er wählt, gibt es danach dem Kampf keine Erfahrungspunkte, AP, Gil oder sonst was. Man könnte den Gegner auch in den Berserk-Zustand versetzen, dann würde er eine Attacke ausführen, die sich Unnamed nennt. Also er wird gar nichts machen. Es steht halt nur in dem Skript, dass es Unnamed ist. Er wird dabei nichts machen, so dass man ihn besiegen kann. Wir sind aber jetzt allerdings schon so stark, dass wir diese Gegner einmal komplett schon weghauen können. Wir wollen uns aber einmal das Limit von K-Fizz angucken. Es nennt sich Würfel. So. Und würfeln wir einfach mal, ne? Blump. Hier haben wir drei Würfel. Nur die Augen gerade nicht gesehen. 1000 Schaden. Eigentlich gar nicht schlecht, ne? Und je höher K-Fizz im Level ist, umso mehr... So, dann machen wir hier mal... Lalala, einfach mal alle Limits nochmal rausboxen. Und danach machen wir den Super Turbo-Button wieder aus. Wir könnten uns hier nochmal den... Ich glaube, das überleben die nicht. Nee. Tornado-Hieb wollte ich gerade sagen, nochmal angucken. Machen wir vielleicht im nächsten Kampf. Hier haben wir vielleicht nochmal alle gesehen, die noch nicht gesehen wurden von den Limitangriffen von Tifa. Naja. So, perfekt. Ein Gegner haben wir schon. Ein Häkchen auf der rechten Seite. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu dem... Ja, wie ist denn... Wie die Limit-Attacke eigentlich funktioniert von K-Fizz. Und zwar ist es eigentlich je nach... Da geht es irgendwie so ein bisschen nach Level, wie viele Würfel K-Fizz wirft. Im Level 1 bis 29 sind es auch nur zwei Würfel. Wir hatten jetzt hier schon drei, da K-Fizz ja über... Oder beziehungsweise schon 30 ist. Dann gibt es drei Würfel. Vier Würfel sind es ab Level 40, fünf ab Level 50 und sechs sind es dann ab Level 60. Wie rechnet sich denn dieser Schaden zusammen? Ich musste auch ein bisschen gucken. Hab's dann aber eigentlich ganz leicht gefunden, ist auch eigentlich recht simpel zu erklären. Und zwar summiert quasi der Schaden aus den Würfeln in einer Summe X, die die Summe aller Würfel zusammenzählt, mal Y, der Summe der gleichen Würfelaugen. Also wenn wir jetzt beispielsweise zwei Fünfen gewürfelt haben, ne, dann würde das quasi mal 10 sein, ne? Oder mal 15, wenn es dreimal die 5 gewürfelt wäre. Und zu guter Letzt noch einfach mal 100 gerechnet. Ja, dann kommt der Schaden dabei raus. Es ist aber auch, sag ich jetzt mal, ein Minimum und ein Maximum Schaden, den diese Limit-Attacke raushauen kann. Jetzt bei Level 30 wäre der Minimumschaden 600 und der Maximumschaden würde bei 5400 liegen. Genau. Ist eigentlich so gesehen eine einfache Rechnung. Interessanter wird es aber später, wenn K-Fizz sein zweites Limit kriegt. Sein letztes Limit. Da sind nämlich ein paar Slots. Da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. So, jetzt reden wir erst nochmal mit dem Typen hier. Hehe, willkommen im Gefängnis von Corell. Ja. Moment, wenn du vorbei willst, brauchst du die Erlaubnis vom Boss. Boss. Okay, die Erlaubnis vom Boss. Naja. Wenn wir kurz das Touchpad anmachen, sehen wir schon, man könnte da oben eventuell raus, da ist nämlich ein Pfeil, aber Cloud sagt, wir sollten zuerst Spirit finden, bevor wir durch die Wüste gehen. Okay. Hier unten sehen wir eine Leiter, die geht hinab. Doch vorher treffen wir noch auf einen neuen Gegner in zweifacher Ausführung. Und zwar nennt er sich einfach Bandit. Ja, Bandit im Englischen.
360 Lebenspunkte, keine Schwächen, immun gegen Frosch, seine Ability ist ein Hit, was manchmal eine Attacke ist, Hold Up, nennt die sich, die deutsche Attacke Simba, oder wie das in Deutschland heißt, Simba wahrscheinlich gleich, welches ein Gillraub ist, 340 Gill, wenn uns er klaut, und ein Mack, welches ein physischer Angriff ist, plus ein Item Steal. Und da sollten wir auf jeden Fall aufpassen, wenn er diese Attacke benutzt, sollten wir ihn sofort aus dem Weg räumen, denn dieses Item, was er sich klaut, na, behält er natürlich. Im nächsten Zuge wird er nämlich dann abhauen und das Item mitnehmen und das Item ist dann für immer verschwunden. Also Obacht, nicht? Stehen könnten wir einen X-Trank, nach dem Kampf eventuell ein Zelt bekommen und metamorphen könnten wir hier einen High-Trank. Und ich weiß gar nicht, ob ich beim Two-Face gesagt habe, was es nach dem Kampf gibt. Stehen könnte man eine Phoenix-Feder und nach dem Kampf manipulieren High-Trank. Weiß nicht, ob ich das gesagt habe, beim Typ. Jetzt habe ich es nachgeholt. Okay. Heißt allerdings, wir machen einfach mal, wir haben ja jetzt noch das Limit, ne? Ja, mal kurz ab. Schon wieder das Limit von Kate Piff? Na, würfeln wir einfach nochmal. Ich habe doch die Taste eigentlich ausgeschaltet. Oh, hier diese Haare müssen wir uns gestohlen. Unglaublich. So, gucken wir mal. Ja, nicht so viel Schaden, ne? Weil keine doppelten Augen, da fällt nämlich quasi der andere Malfaktor einfach mal raus. Ich glaube, das müsste ungefähr so passen, ne? Wie ich es erklärt habe. Ich glaube, das war eben eine 8 gewürfelt, ne? Mal 100. Und dann hat sich das. Wenn der Typ natürlich was geklaut hat, sehen wir es ja schon nach dem Kampf, kriegen wir das wieder. Postwendend. So, damit haben wir auch die ersten beiden Häkchen gesetzt und gibt, ich mach mal die Kämpfe kurz aus, hier in diesem Areal, was wir jetzt hier noch durchlaufen werden, gibt es jetzt erstmal keine weiteren neuen Gegner, die kommen in anderen Bildschirmabschnitten. Sagt einem natürlich wieder kein Berater, ne? Muss ich selbst herausfinden. Ja, hier ist so eine komische Röhre, wo eine Kiste ist mit, ja, nichts drin, die ist leer. Und irgendwie ein Skelett, ich weiß nicht, was es sein soll. Oder menschliche Knochen, glaube ich. Irgendwas. Bloß raus hier. So. Gehen wir wieder zurück. Und ja, guck mal, da kommt ja schon wieder dieser nervige Bastard hier. Wir reden mal mit den Typen hier. Diese Typen lügen nur. Alles Lügen. Nicht einer von ihnen sagt die Wahrheit. Du brauchst nur ein wenig mit ihnen zu reden und schon hast du genug von ihnen. Naja. Oh. Zala, wollte ich ihn da mal? Ja, dann reden wir doch mal mit denen, ne? Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Einer mit einem Gewehrarm? Nie gehört. Nie gehört. Nie gehört. Ich habe auch keine Ahnung, ob die singen, aber ich glaube, die schnipsen immer so, ne? Als ob es so ein Beat wäre. Du willst den Boss sehen? Geh in Richtung Südwesten, da triffst du ihn. Triffst du ihn, triffst du ihn. Bist du erstmal in der Wüste, bleib stehen und geh nicht weiter. Nein, nein, nein. Du wirst nie die rätselhafte Chocobo-Kutsche sehen. Niemals, nie, nie. Keine Ahnung, was sie für ein Beat hier singen, aber ich glaube, das war's dann auch schon, ne? Hier ist es wie im Himmel, bla 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 bla. Doch, diese Kutsche gibt es tatsächlich und die gucken wir uns heute auf jeden Fall auch an. Also, es ist nicht alles Lügen, was die erzählen, nicht? Dieser Lift bringt dich nach oben. Aber du musst dich erst als Chocobo-Jockey beweisen. Okay. Wenn er das meint, ist dieser Typ. Der nervt. Vielleicht kann ich ihn austricksen, indem ich ihn hier irgendwo... Nee, kann ich nicht. Hier irgendwo festbacken kann? Auch nicht. Naja. So, wer bist du? Willst du am Chocobo-Rennen teilnehmen? Kein Interesse? Na klar, ich... erstmal kein Interesse. Können wir auswählen. Hast du vor, für immer hier zu bleiben? Dann wünsche ich dir ein langes Leben. Willst du den Chocobo-Rennen teilnehmen? Na klar, ich bin dabei. Hol dir das okay vom Boss der Region. Wer ist der Boss? Du weißt nicht mal das? Oh Mann. Na gut, wenn du es mir nicht sagst, dann eben nicht, ne? So, wen haben wir hier? Hallo? Die reden nicht mit uns. Irgendwie überhaupt nicht. Neu hier? Dann mach deine Aufwartung bei Mr. Coates. Coates. Coates? Ich nenne einfach mal Coates. Coates. Coates? 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 Ah, was weiß ich. Ich nenne ihn einfach Coates, okay? Ja, hallo, Mr. Coates. Dich kenne ich nicht. Willst du rauf? Kein Interesse? Na klar, rauf. Kein Interesse. Nö. Hehe, du bist ja ganz schön mutig. Ja. Nee, aber wir wollen doch rauf. Einfach mal klar rauf. Glaube nicht, dass du verstehst, was hier unten abgeht. Das ist die Müllhalde von Goldshauser und die macht euch alle zu Schrott. Die einzige Möglichkeit, wieder raufzukommen, ist, das Chocobo-Rennen zu gewinnen. Es ist nicht so einfach, wie ihr denkt.
Klar, wenn du die Erlaubnis vom Boss hättest, aber die kriegst du nie. Okay, die Erlaubnis vom Boss brauchen wir. Mhm. Wo ist denn der Boss? Ja, nee, die einzige Möglichkeit. Bla, hat man eben schon. Wo ist denn der Boss? Hm, wer ist hier der Boss? Aber wir können es ja hier noch ein bisschen weiter umgucken. Hier das Touchpad nochmal drücken. Sehen wir, hier geht es auch rein und der olle Typ ist endlich weg. Gott sei Dank. Ja, Cloud sagt, sieht aus, als könnten wir hier ein bisschen schlafen. Schlafen wir nicht, schlafen. Klar. Umsonst rasten? Why not? Ach, schön. Ja, und wer hat es gesagt? Ich hätte es natürlich, ich habe es natürlich hier vergessen. Es gibt natürlich eine Trophäe dafür. Allerdings auch nur rein für die Steam-Version von Final 7. Und zwar nennt die sich Würfel. Wenn wir von Kate Thiss die erste Limit-Attacke eingesetzt haben. Und ich will jetzt nicht lügen, ich muss gerade selber noch mal ganz kurz gucken, wie die Trophäe in Wirklichkeit heißt. Die heißt nicht Würfel, doch, sie heißt tatsächlich Würfel. Wenn wir Kate Thiss erste Limit verwendet haben. Jawollo. Okay. Dann gehen wir mal hier eine Runde weiter. Jetzt ist der Typ, der uns hier verfolgt. Ist ganz schön nervig. Ja, in das Haus da oben gehen wir gleich rein. Und hier unten sehen wir noch, da können wir auch lang. Gehen wir erstmal rein. Hier ist so eine Art, ja, Pinte, Kneipe, keine Ahnung. Aber ich glaube, hier gibt es auch nichts zu trinken, weil wer soll denn hier schon was hinliefern? Obwohl. Ein neuer. Dann schmeiß eine Runde. Tja, so ist das hier. Ich soll eine Runde schmeißen und kann was kaufen. Okay, jeder kriegt einen Trank umsonst. Und hinterher eine Phönixfeder. Weil der Trank vergiftet war. Ja, mehr gibt's hier nichts. Nicht. Trank Phönixfeder zählt. Ziemlich lame. Ja, ansonsten, hier könnte man Dart spielen. Nein, kann man nicht. Ziemlich urige Kaschemme, wie das hier ist, aussieht. Nice, nice. Ja, und dann könnte man hier in das Haus gehen. Hier oben sehen wir schon, da ist noch eine Truhe, aber ey, es ist ein Wüstengefängnis und natürlich ist da nichts drin, ne? Warum auch? Ich glaube, es kann sein, ich will jetzt nicht, ich will jetzt wirklich, es ist jetzt gerade nur gesponnen, ne? Das, was da jetzt auf diesem Bildchen hier drauf gesprüht ist, ne? Es kann sein, dass es ein bisschen genervt ist, also ein bisschen abgeschwächt ist, ne? Es kann sein, dass dort vorher Fuck drauf stand, natürlich, ne? Fuck Shinra und so, ne? Und dass das jetzt quasi ein bisschen entschärft wurde. Man kann ja, wenn man mal genau hinguckt, sieht man natürlich das F definitiv und das U ist einfach ein Y geworden. Ja? Pü, pü, pück. Pück. Was soll denn pück sein? Ja, aber ich glaube, dass sie das entschärft haben, tatsächlich. Also ist jetzt so mein Gedanke. Naja, vielleicht wisst ihr ja mehr. In den Kommentaren und so, ne? Ja, wir sind hier in einem Häuschen drin. Und, ah, Barrett. Hab ich nicht gesagt, du sollst nicht hierher kommen? Barrett? Halt, hör zu, wir wollen mit dir reden. Du wirst kapieren, wenn du uns ausreden lässt. Puh. Ah. Barrett. Frechheit. Ich wollte nicht, dass jemand von euch mit reingezogen wird. Hä? Oh, Aerith, Red und Yuffie auch noch. Ja, das ist wieder mal typisch, Cloud. Es ist zu gefährlich. Bla, bla, bla. Nun, wir stecken schon mittendrin. Wir sahen dich und eilten herbei, Barrett. Erzähl uns doch einfach, was hier abgeht. Hey, Leute. Ich hab gehört, dass ein Mann mit einem Gewehrarm für die Morde in der Kampfarena verantwortlich sei. Warst du das? Nee. Da ist noch ein anderer Mann, dem ein Gewehr in den Arm implantiert wurde. Das ist 4 Jahre her. Ich erinnere mich, ich war auf dem Weg nach Hause von einem Reaktor, der im Bau war. Barrett, dein! Ach, dein, komm schnell! Das Dorf wird angegriffen! Es sind Shinra-Soldaten! Was? Hm? Zack. Natürlich. Was zum Henker ist passiert? Ja.
Hey, Barrett, es ist noch nicht vorbei. Sie warten alle. Gehen wir zurück ins Dorf. Wie lustig, der Opa hat ja auch eine Pfeife im Mund. Ha. Oh, jetzt habe ich den Textblock leider nicht mitgesprochen. Hm, alter Mann! Ich hoffe, er war so von der Pfeife abgelenkt. Ja, der Arme hat erschossen. Komm, Barrett, wir müssen uns beeilen! Barrett, du bleibst hier! Hihaha! Wenn du so zielst, kannst du den ganzen Tag schießen und nie treffen! Halt die Klappe! Hör auf, rumzuspielen! Pass auf! Dahin! Halt aus! Hör zu, du gehst zurück zum Dorf! Hörst du? Ja, ich glaube, hier ist schon wieder irgendwie alles ein bisschen total mies mit den Textblöcken, ja? Dein kann nicht zurückgehen. Ich glaube, es ist Barrett, der gerade was sagt. Ja, ich lass nicht los. Du kommst zurück. Alle warten auf dich. Eleanor. Eleanor. Mein Gott. Und Marlene. Alle warten auf uns. Tja, und dadurch... Die Kugel... Alter, was war das denn gerade? Ich glaube, das ist auch neu, dieser Soundeffekt. Ja, und dadurch erklärt es auch Barrett gleich, da er ihn festgehalten hat und die Kugel beide Hände zerstört hat, haben sie beide eine Waffe am Arm. Seitdem konnte ich den rechten Arm nicht mehr benutzen. Ich war eine Weile deprimiert, aber dann habe ich meinen künstlichen Arm weggeworfen und mir ein Gewehr einsetzen lassen. Hab einen neuen Arm, um Rache an Shinra nehmen zu können, die alles wegnahm. Damals sagte der Arzt, dass noch ein Mann dieselbe Operation hatte wie ich. Aber bei ihm war es der linke Arm. Aber dein hatte die gleiche Verletzung wie du, oder? Ja, Emmeth. Hat er doch gerade gesagt. Zumindest. Ja, das stimmt. Ihn hat Shinra auch betrogen. Er kämpft bestimmt mit uns gegen Shinra. Wird mich nicht darauf verlassen. Muss mich bei deinen entschuldigen, bevor ich in Frieden ruhen kann. Und deshalb muss ich alleine gehen. Mach, was du willst. Ist es das, was du hören willst? Ich kann dich nicht alleine lassen. Falls du wegen mir stirbst, kriege ich Albträume. Barrett, das ist nicht das Ende. Wolltest du nicht den Planeten retten? Herrje, tiefer! Das solltest du inzwischen wissen. Mir geht's auch nicht anders. Das ist einfach zu verstehen. Klingt nach dir, Barrett. Also, so sieht's aus, Barrett. Schätze, es werden Barrett, ich und... Ja, und irgendwer. Ich werde hier, denke ich, tiefer mitnehmen. Hier haben wir jetzt die Auswahlmöglichkeit natürlich, da Barrett auf jeden Fall mitkommt. Und wir auch, dass wir nur noch eine Person zusätzlich auswählen können. Und die Person, die wir jetzt noch mitnehmen, gibt wieder Punkte für Stage später wieder im Gold Saucer. Und zwar gibt es satte 10 Punkte für Aerith, wenn wir sie mit ins Team nehmen. Und für Tifa sind es 3 Pluspunkte. Yuffie würde 2 kriegen. Und ja, wenn wir Red 30 mitnehmen, natürlich wieder nix. Und Caitlyth sowieso auch nichts. Ja, deswegen bleiben wir eben gerade mal bei Tifa. Und diese Auswahlmöglichkeit ist bindend. Heißt, wenn wir das jetzt ausgewählt haben, dann gibt es die Punkte. Zack. Aber man könnte jetzt natürlich noch, wenn man sich vielleicht irgendwie verwählt hat, ne, könnte man hier Aerith gegebenenfalls nochmal ansprechen, ob dein zu uns kommt. Nein, macht er nicht. Wir gehen nämlich zu ihm. Könnte man wieder wechseln, das Team. Caitlyth sagt, die Sterne stehen günstig. Alles im grünen Bereich. Könnte man hier auch wieder auswählen. Red 13 sagt, na, soll ich mitgehen? Nö. Und Yuffie. Gut. Ihr spielt die Helden, aber wenn man bedenkt, dass wir keine müde Mark dabei rausholen... Finde ich ja sehr interessant, dass sie hier noch Mark sagt, ja? Keine müde Mark. Da hätte man doch vielleicht noch zeitgemäß den Euro mit reinbringen können, oder? Ja, der Typ, der hier oben von Barrett... Ja, ich sag mal, betäubt wurde? Da können wir auch nichts mehr machen. Ja, wenn wir jetzt hier aus dem Haus rausgehen... Setzt wieder die normale
Musik hier ein vom Gefängnis und hier, wenn wir jetzt wieder reingehen, ist Stille. Einfach Stille. Und der Typ dort hinten ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ja? Und wir können hier auch, glaube ich, nicht mehr hinter auf einmal. Eben konnten wir es noch. Naja, jetzt ja nicht mehr. Ja, und witzig ist auch, wenn ihr das mal eben beobachtet, da oben die Kiste, die gerade da war, die geht jetzt auf. Ich habe keine Ahnung, ob das gewollt ist. Ja, zumindest ein bisschen komisch hier wieder alles. Aber Barrett sagte, wir sollen irgendwie den Boss hier finden oder seinen Kumpel Dine. Ja, wieder nicht dran gedacht, die Kämpfe hier auszuschalten. Meine Mama, und auch nicht dran gedacht, Barrett auszurüsten. Das wollen wir gleich mal tun. Oh, Barrett. So, Atomschere hat er immer noch. Könnten wir jetzt die Doppel-MG nehmen, um das Materiawachstum, ja, ich sag mal, sehr zu verdoppeln, ne? Aber das will ich gerade eigentlich gar nicht. Ich wähle mal den Carbonreif an, denn ich möchte hier noch eine kleine Materia-Kombo ausprobieren. Erstmal tauschen wir ganz kurz alles weg von Kethif. Ja. Erstmal alles rüber auf Barrett, Berhard da rüber. Und zack. Was haben wir da noch? Die Ifrit, ja komm, die packen wir erstmal kurz an die Seite. So. Dann haben wir hier Gewitter und alle. Ich möchte aber gerne da nochmal was tauschen. Und zwar einfach, weil wir es können, weil wir es vielleicht für den nächsten Bosskampf auch noch machen können. Aber naja, das brauchen wir, da können wir auch nachher machen, ne? Das können wir auch nachher machen. Was vielleicht wichtig wäre, ist, dass jemand Nebenwirkungen hier mit Erde zusammengekoppelt hat. Das wird jetzt vielleicht, ja, könnte man als eine gute Kombo mal eben raushauen. Was auch noch interessant ist, die Feindes können Materia, die hier Tifa beispielsweise gerade beide dabei hat, ist, ich sag mal, beide Materia aufeinander zu legen, ist gut für, wenn man noch eine Feindeskönntechnik sich aneignen möchte, die neu ist. Ne? Heißt, beispielsweise hier, wenn wir, ja, ich sag mal, bei der noch keine andere weiter haben, sehen wir hier, wir haben nur Aqualung. Wenn wir noch eine neue lernen würden, die hier auch noch fehlt, dann würde das quasi auf beide gleichzeitig gehen. Wenn wir aber eine Fähigkeit haben, wie beispielsweise der Matratzauber, der jetzt schon hier bei der Materie drauf ist, würde jetzt hier nicht neu gelernt, weil ja, sie das quasi schon hat, den Zauber, aber die Materia noch nicht. Aber es wird dann trotzdem nicht gelernt. Das heißt, man müsste einmal die dann an die Seite legen, um einen anderen Zauber zu lernen. Wird jetzt gerade ein bisschen komisch, denn ich würde mal doch ganz gerne da kurz hier einmal noch doch nochmal tauschen. Entschuldigung, das hier nochmal so rumwursteln. Manipulation lassen wir mal. Verwandlung nehmen wir mal raus. Barrett kriegt jetzt mal die... einmal die hier, warum auch nicht. Damit wir gleich noch was lernen können, beziehungsweise nachher noch was lernen können. Jo, okay, sah erstmal wieder viel gesabbelt. Ich weiß, wir gehen erstmal hier hoch. Denn wir können ja auch gerade nichts weiter lernen. Können ja auch nichts mehr machen. Der Typ ist auf mysteriöse Weise verschwunden, der hier lag und erschossen wurde. Aber dafür liegt er jetzt am Boden. What? Tja, untersuchen wir mal. Auf den wurde auch geschossen. Ach, so ein Mist. Ja, und jetzt gehen wir erstmal ganz kurz hier hochgucken. Ja, und hier sehen wir schon Wüste, soweit das Auge reicht, und Berge im Hintergrund. Aber die erreichen wir auch irgendwie komischerweise nie. Naja. So, hier in diesem Bildschirmabschnitt gibt es keine Zwischenkämpfe. Warum auch immer. Aber es ist ein sehr schöner Blick in eine Schlucht und über die Wüste. Ziemlich cool, auch passend die Musik dazu. Ja, und wenn wir jetzt hier rechts rausgehen, kommen wir in die Wüste. Ganz kurz geguckt. Ja, Wüste von Corell. Und wir sind quasi jetzt in einer Endlosschleife gefangen. Ja, wenn wir jetzt hier nach links gehen würden, denken wir, gehen wir wieder zurück. Nö! Wir sind in der Wüste. Es sei ganz kurz erwähnt, dass es ca. 8 Bildschirmabschnitte bedarf, damit wir diese komische Kutsche sehen. Und in dieser Wüste gibt es noch 2 neue Gegner, die ich auf jeden Fall herzeigen will. Einen zeige ich jetzt, denke ich mal, eben so bei diesem Durchlauf hier. Und den anderen, da habe ich ein Video für reingeschmissen, weil das ein sehr, sehr seltener Gegner ist. Jetzt gucken wir uns aber gleich an. Schauen wir mal, was hier kommt. Ja, und zwar ein riesengroßer Landwurm, der ein Erdbeben auslöst. Ja, ich erzähle erstmal wieder was zu diesem Viech. Er hat ganz 1500 Lebenspunkte, ist schwach gegen Eisattacken, halbiert Feuerattacken und Gravitation, absorbiert Erdattacken natürlich, da irgendwie so ein bisschen erdbasiert ist. Immun ist er gegen Frosch. Seine Abilities hier haben wir eben gesehen. Einmal dieses Erdbeben, was ein, ja, Erde-3-Zauber ist. Dazu kann er noch einen Sandsturm machen, der uns gegebenenfalls in den Windstand versetzt und auch noch Schaden macht.
Stehen könnten wir hier einen Turbo-Ether. Was ziemlich cool ist, dass man die Vorräte aufstocken kann. Beim Kampf gibt es gegebenenfalls einen Ether. Metamorphen könnten wir hier einen Feuer fangen. Ja, und dieser Wurm ist eigentlich ziemlich nervig, weil er ziemlich viel Leben hat. Aber wir hauen hier einfach mal Eis 2 raus. Dann sollte sich das eigentlich schnell ergeben. Und ja, wenn man mag, kann man hier gerne noch ein paar Turbo-Ether farmen. Es dauert zwar ein bisschen, aber naja. So, Feindes können. Ja, machen wir hier mal. Keine Ahnung. Einfach gerade was. Wir haben es ja gerade. Haben wir schon gesehen, nicht? Den Zauber. So, Tiva haut drauf. Die wollen wir zu rauben. Ja, das war's schon. Ja, und das ist der Gegner, der, ich sag mal, sehr häufig erscheint. Und zu dem anderen Gegner kann ich ja schon mal eben noch was sagen. Und zwar, zumindest habe ich es im Internet gelesen, aber verhaftet mich jetzt dafür, wenn es nicht stimmt. Es gibt ungefähr 8 verschiedene Bildschirmabschnitte hier. Wir sind jetzt, glaube ich, im dritten schon. Warte mal, 4? Ich mache mal ganz kurz die Kämpfe aus und dann gucken wir mal. 4. Gehen wir einfach mal hoch. 5. Mal hier lang. 6. Gehen wir zurück. 7. Und dann sind wir auf einmal schon wieder da. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, ja, dann sind wir schon wieder in der Wüste. Okay, wenn wir diesen Bildschirmabschnitt sehen, dann glaube ich, ich weiß es nicht, aber es fängt, glaube ich, wieder von vorne an zu zählen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich versuche es nochmal. Es war 1, 2, 3, 4. Ach, da kommt die Kutsche schon. Also hat doch nicht mitgezählt. Es sind ungefähr 8 bis 10 Bildschirmabschnitte, bis diese Kutsche kommt, die euch wieder dahin bringt, wo wir angefangen haben. So. Willst du mitfahren? Ja, wir steigen mal ein. So. Und ein Mann ohne Gesicht fährt uns wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Genau. Und ihr habt es vielleicht eben schon gesehen. Also wie gesagt, es sind circa 8 bis 10 Bildschirmabschnitte, die gewechselt werden müssen, bis diese Kutsche hier erscheint. Und ihr habt es eben schon gesehen, dass links und rechts laufen. Das funktioniert auch. Das heißt, umso weniger Zwischenkämpfe ihr machen wollt, wenn ihr quasi eine Version habt, wo ihr diese Speed-Taste auch nicht drücken könnt und die Gegner, die Kämpfe ausschalten könnt, lauft ihr einfach links, rechts, bis die Kutsche erscheint und dann fahrt ihr wieder zurück. Ja, und in diesen Bildschirmabschnitten, in diesen 8 bis 10 Bildschirmabschnitten, zumindest sagt es das Internet, aber ich glaube da nicht dran, da es bei mir nicht passiert ist, gibt es noch einen Gegner, der sich Kaktos nennt, haben wir schon am Anfang gesehen, und dieser Gegner erscheint in nur ein, also das Internet in einem Bildschirm zu einer Chance von 1 zu 16. Ja. Ich bin ein bisschen durch die Wüste gelaufen, als ich es ein bisschen im Vorspiel gemacht habe und habe dann diesen Gegner zufällig in einem Bildschirm getroffen. Weiß ich nicht, ob es der richtige war. Und dort bin ich dann einfach geblieben, bin dann ein bisschen rumgerannt und da kam er dann häufiger. Zwar auch nicht sehr häufig, aber er kam häufiger, als er sonst irgendwo in einem anderen Bildschirm war. Ob, wie gesagt, es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Wir schauen uns einfach mal das Video an und dann erzähle ich natürlich noch zu diesem Gegner was. Jo, da ist er auch schon. Der Kaktos nennt er sich. Er greift gerade munter an und ich erzähle kurz was dazu. Er hat ganze, wo ist er denn, 200 Lebenspunkte nur. Ist immun gegen Feuer, Eis, Blitz, Erde, Gravitation, Wasser und heilig. Also so gut wie gegen alle Elemente. Und er ist auch noch immun gegen sämtliche Statusveränderungen. Stehlen nach dem Kampf gibt es nichts. Metamorphen könnte man hier einen Heiltrank. Und ich sagte es ja bereits, er ist ziemlich rare, ziemlich selten. Hat eine Chance von 1 zu 16, dass er erscheint. Und die anderen 15 zu 16 Chancen sind meist die Landwürmer, die dann erscheinen. Ja, seine Abilities hier ist ein Mystery Kick, welches ein ganz normaler Angriff ist. 1000 Nadeln. Zumindest im Skript, benutzt er aber nie hier im Kampf. Da gibt es noch einen anderen Gegner, der das dann benutzt. Dann haben wir noch ein Ausweichen und ein Report, das quasi ein Fluchtversuch ist oder eine Flucht ist, die nach 3 Runden definitiv vollzogen wird. Das heißt, wir müssen versuchen, in 3 Runden auf jeden Fall zu treffen. Bei einem Angriff, wenn wir ihn jetzt angreifen würden, ist es eine 87,5%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Ausweichswert von diesem Kaktos bei 255 liegt. Heißt, wir treffen ihn nicht. Ja, Taktik ist dann wie folgt: einfach Chocomog zu zaubern oder den Matra-Zauber zu benutzen und oder eine Granate drauf zu werfen. Das sollte auf jeden Fall immer durchkommen. Ich habe hier den Chocomog auf jeden Fall benutzt, was wir dann auch gleich noch sehen werden. Und zwar, da benutzen wir es gerade.
Man könnte auch noch hier Level 4 Selbstmord benutzen, aber das wird dann kein Kill sein, weil er dann auf jeden Fall auf einem HP sitzen bleibt. Da musst du noch eine Granate drauf lassen, echt? Das Beste ist, dass es dieser Gegner keine Erfahrungs- bzw. nur einen Erfahrungspunkt, ein AP gibt, aber dafür satte 10.000 Gil. Jaja. Sehen wir ja gleich. Kampf ist vorbei. Da ein Erfahrungspunkt und ein AP und hier 10.000 ganze Gil. Ist das was? Ja. Und? Genau. Kommen wir wieder in die Realität zurück. Dieses ist dann für mich, finde ich, ein ziemlich guter Zeitpunkt gewesen, ein bisschen Gil zu farmen. Ich bin ja, wie gesagt, in diesem Bildschirm geblieben. Es war also bei mir war es der Bildschirm direkt nach der Kutsche, die kam. Da ist der Kaktus dann erschienen. Dort habe ich mich dann, weiß ich nicht, eine Stunde aufgehalten und habe satte 100.000 Gil gefarmt. Also hat ein bisschen gedauert, bis er dann irgendwie wieder erschien, aber er kam auf jeden Fall in diesem Bildschirm öfter. Sagen wir es mal so. Und das Gute ist auch, dass wenn man sich jetzt beispielsweise, wie ich es ja eben vorhin sagte, Beispiel hier wir mit der Materia-Nebenwirkung auf Rüstung und Erde ausrüsten, dann kann dieser Riesenwurm, dieser Landwurm, mit seinen Attacken uns mal schon mal gar keinen Schaden zufügen, was ganz gut ist. Heißt, wenn man da so ein bisschen rumrennt und farmt, ein bisschen im Kreis läuft, ne, ihr kennt das Prozedere, dass alle mal draufhauen, einer klaut, gegebenenfalls sogar noch ein paar Turbo-Ether aufstockt. Ich lade nachher noch meinen anderen Speicher, beziehungsweise mache ich jetzt gleich. Können wir nochmal gucken, wie viel ich da habe. Ja, dass man so ein bisschen im Kreis rumrennt. Ihr könnt euch ja heilen mit einer ganz normalen Heilzauber. Wenn die MP alle gehen, nutzt ihr einfach einen Turbo-Ether. Bei dem Landwurm, ich glaube, alle drei oder, ja, zwei oder drei. Mann, schon wieder vergessen, das Ding auszuschalten. Unglaublich. Ich kämpfe auszuschalten. Ja, alle zwei oder drei Landwürmer, wenn man es mal so sagt, von den Gegnern her, da droppt dann mal oder kriegt man dann vielleicht nochmal einen Turbo-Ether gestohlen, dass man das wieder auffüllen kann. Fand ich ziemlich nett. Naja, wer jetzt keine Speed-Taste dabei hat, bei dem dauert es dann vielleicht halt, ne, ein bisschen länger, die 100.000 Gil zu farmen. Aber es ist ja, wie gesagt, alles ein bisschen RNG-basiert auch, ne? So, und jetzt sind wir erstmal wieder zurück. Wir sind auch gleich schon fertig mit der Folge. Das ging schon wieder ziemlich lang, weil wieder ziemlich viel geredet. Ich glaube, ja, genau, ich habe noch zwei Gegner vergessen. Die wollte ich ja noch herzeigen. Mensch, warum sagst du denn nichts? Die wollte ich noch herzeigen. Ups, da habe ich die Speed-Taste gedrückt. Sind doch noch nicht ganz fertig. Da sind ja noch zwei Gegner, die wir noch sehen wollen. Und zwar sind die auch nur zu finden. Und jetzt hier weitergehen. Hier geht es nämlich, wenn wir da rechts weitergehen, zum Boss. Den Boss, den gucken wir uns aber auch nächste Folge erst an. Hier ist noch so ein Typ. Mann, der Boss war heute echt nicht gut drauf. Oder war es einer dieser besseren Tage? Ich weiß nicht. Hast du noch was anderes? Wenn du dich in der Wüste verläufst, geh einfach immer nordöstlich. Wenn du Glück hast, kommst du wieder hierher zurück. Ja, haben wir ja gemacht, aber wir sind dann wieder direkt in die Wüste. So, und ab hier mache ich mal wieder die Zwischenkämpfe aus, denn in diesem kleinen Bereich gibt es neue Gegner. Und hier haben wir ja den ersten in dreifacher Ausführung davon, der sich Bullmotor nennt. Und wir sehen schon, Feindtechnik Matra-Zauber gelernt. Dieser Gegner hat eine Feindeskönnen-Technik inne. Ich erzähle wieder was. 420 Lebenspunkte, keine Schwächen, keine Immunitäten. Abilities hier. Einen, ja, Body-Blow, oder wie er eben hieß, auf uns draufzuhauen, was ein ganz normaler Angriff ist. Oder halt den Matra-Zauber, wie wir es eben gesehen haben. Welches eine Feindeskönnen-Technik ist, die längst auch nur gelernt wird, wenn die, ne, hatte ich ja vorhin erklärt, die Feindeskönnen-Technik, die es noch nicht besitzt, nur bei einem Charakter ist und der noch nicht eine andere hat, wo sie schon drauf ist. Ich habe es verständlich rübergebracht, nicht? Ja, stehen nach dem Kamm. Stehen können wir hier einen X-Trank, was ziemlich cool ist. Versuchen. Sogar ein vierfacher Ausführung. Mein. Ether könnten wir hier nach dem Kampf erhalten und Metamorphen könnten wir sogar ein Turbo-Ether. Haben wir leider noch keinen. Metamorph. So, wir Aqualungen ihn einfach mal weg, dass wir diese Farce hier hinter uns haben. Und ein weiteres Häkchen auf unserer rechten Seite bekommen können. Bam. Sehr fein. Bullmotor, adios. Dann gucken wir uns einfach mal an, ja, wie der nächste Gegner aussieht. Ich renne ein bisschen im Kreis und dann, wenn es länger dauert, schneide ich es rein. Und wenn nicht, dann hoffentlich kommt jetzt einer. Jawohl, da haben wir den dann auch. Nach dem zweiten Kampf dann. Todesklaue nennt er sich. Selbigen Angriff führt er auch aus. Ich erzähle noch kurz was zu ihm. Er hat 400 ganze Lebenspunkte, keine Schwächen, keine Immunitäten.
Ja, seine Ability ist hier eine Klaue, die ein ganz normaler Angriff ist. Einmal die Todesklaue, die On-Angriff ist und unseren Charakter eventuell in den Paralysezustand versetzen könnte. Dann hat er noch einen weiteren Angriff, der sich Laser nennt, welches eine Feindeskern-Technik ist, welche ein Demi- und Gravitationszauber ist, der die Hälfte des Lebens abzieht. Diese benutzt er allerdings erst, wenn er einen der beiden weiteren Abilities benutzt hat, und zwar nennen die sich Barriere und M-Barriere, also Magiebarriere. Danach die Möglichkeit von 25%, dass diese Laserattacke dann gezaubert wird. Wir helfen uns da aber einfach mit Manipulieren. Dann können wir das schneller rauskitzeln. Ja, stehen könnte man hier noch einen Platin-Bangle, haben wir auch schon. Und nach dem Kampf und Metamorphen könnte man noch einen High pushen. Ja, Platin-Bangle, zwei Slots, doppelte Materia-Wachstum, ne? Ja, wir hauen jetzt erstmal hier ein bisschen was weg. Versuchen mal mit Barret hier den zu manipulieren. Ach ja, der Matra-Zauber. Lang ist's her. So, er maut hier schon eine Z-Barriere auf. Jawohl, gleich haben wir erstmal Super Barret. Manipuliert Todesklaue. So. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir nämlich jetzt das Auswahlmenü. Wenn Barret jetzt dran ist und halt einen Gegner manipuliert, hat er quasi Überblick über seine Fähigkeiten. Und zwar haben wir hier, sehen wir ja die Klaue, die Todesklaue und den Laser. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich glaube Tifa war das, ne? Die diesen, die andere Materie hatte. So, da sehen wir den Laser. Cooler Sound. Jawollo. Und wir haben die Feintechnik Laser gelernt. Und da ja Barret die andere noch hat, müssen wir das natürlich jetzt auch auf ihn noch zaubern, damit er das auch noch lernt. So. Ja, ist klar. Ja, und dann können wir weghauen. Das Ding ist jetzt natürlich, ne, die Laserattacke hätten wir jetzt auch lernen können, wenn wir die Materie auf eine Person gelegt hätten. Wenn die da noch nicht, bei beiden noch nicht gelernt wurde. So. Zack. So, jetzt haben wir das auch. Perfekt. Und dann gehen wir nochmal zum Speicherpunkt zurück. Upsala, schon wieder Speed-Taste. Müssen wir dran gewöhnen, da mal nicht drauf zu drücken. Ich wollte die, ja, die Nicht-Kämpfe-Taste anmachen. Schnippelarbeit und so. Musste ja nur zwei rausschneiden, weil ich es vergessen habe. Okay, wir gucken uns noch. Gott, ich hätte nie gedacht, dass die Folge so lang wird. Naja. Wir gucken uns noch ganz kurz. Da ich ja, wie gesagt, ein bisschen gelevelt habe. Zwischen jetzt den Folgen eigentlich schon. Einmal noch ganz kurz was an, ich lade kurz den Spielstand, bis gleich. So, bin ich wieder zurück. Hier ist jetzt mein Spielstand, den ich habe, nachdem ich ein bisschen gelevelt habe. Ihr seht schon hier 101.000 Gil und 7 Pfennig in Häkchen. Und die Ausbeute der Turbo-Ether liegt jetzt hier bei 19 sogar bei mir, was schon echt viel ist. Genau, aber was halt passiert ist zwischen den Folgen, ist halt, dass ziemlich viele Charaktere hier die Limits schon fast voll haben. Hier haben wir bei Tifa, ich glaube, wir hatten den Meteor-Lift. Bis zum Meteor-Lift hatten wir jetzt die Folge gesehen. Und hier haben wir jetzt schon Stufe 3, den Delfinsprung und den Meteor-Schlag. Den gucken wir uns, glaube ich, jetzt nochmal an. Und bei Barret, der hat ja bis jetzt die Granate. Der hat jetzt auch schon den Hammerschlag. Ich richte nochmal ganz kurz den hier ein. Ja, der hat den Hammerschlag neu gelernt. Welches, können wir mal ganz kurz gucken. Halt, stopp. Sehen wir aber auch gleich, tötet einen Gegner, also nimmt ihn direkt aus dem Kampf raus. Und noch die Satellitenstrahlen, die gucken wir uns aber, glaube ich, wann anders mal an. Ne? Wir gehen jetzt nochmal einmal in den Kampf rein. Ich habe hier nochmal die Power-Taste an, dass wir hier direkt den, na, die Limit-Leiste gleich voll haben im Kampf. Und dann schauen wir uns die beiden nochmal an und dann machen wir ein Folgenende. Also falls ihr interessiert, dann bleibst du nochmal eben kurz, bis der Kampf irgendwann mal kommt, dran. Ja, kommt dran. So, Two-Face. Okay, werden hier Upper Cloud, Tifa. Ich hoffe, ich kriege jetzt alles hin hier. Ja, mal einfach sicherheitshalber nur Hits, ne? Gucken wir uns das Ganze nochmal in Reihe an. Ich hoffe, wir alle überleben so lange. Rückwärtssalto. Wasserkick. Ja, einer schon down. Ob es bis dahin reicht, weiß ich nicht. Meteor-Lift, den kennen wir ja schon. Ich glaube, bis zum Schluss schauen wir es nicht. Doch. Delfinsprung und der Meteorschlag. Boom! Ja, ziemlich heftig. Nice, oder? So, da habe ich es eben nochmal geschnitten. Reingeschnitten, das ganze Gedöns. Wir wollen ja nochmal ganz kurz hier
uns Barrett sein Limit angucken, und zwar den Hammerschlag. Naja, die Metallfaust hier geklaut. Zack. Dann hauen wir den auch gleich mal mit der Metallfaust wieder raus aus dem Kampf. Hammerschlag, boom. Einfach weggehauen. Einfach weggehauen. Die Metallfaust ist wieder da. Ja, und der Tornado Hieb, weiß gar nicht, hatten wir uns den auch schon mal angeguckt? Weiß ich gar nicht. Der nimmt einfach, ist eigentlich dasselbe wie der Hammerschlag, der einfach Gegner aus dem Kampf rausnimmt. Ist natürlich bei Gegnern, die mehr Leben haben, zum Beispiel auch Bossgegnern, da fällt er wieder vom Himmel, der Gegner, und macht dann Schaden. Ne? Dasselbe mit dem Hammerschlag. Kann natürlich auch verfehlen. Ne? So, jetzt war es das aber, diese Folge. Mein Gott. Ja, würde mich freuen. Erstmal, wenn es dir gefallen hat, natürlich, dass du den Daumen nach oben gibst. Dich in den Social Medias bei mir ein bisschen breit machst bei Interesse. Und natürlich abonnierst, wenn du neu mit dabei bist. Und die Glocke anmachst, dann verpasst du auch keinen Content mehr von mir. Mein Gott. Ja, nächste Folge gucken wir uns hier den Oberboss an, der hier für das ganze Gefängnis die Führung hat. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht mit via Chocobo-Rennen hier endlich wieder rauskommen aus diesem ganzen Gedöns. Und was wir danach machen, wir werden mal sehen. Ja, würde mich freuen, wenn du auch wieder mit dabei sein würdest, hier bei Final 7 und 100% Lauf. Hab jetzt sogar wieder schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, wenn du das auch gesehen hast. Lass dir dein Essen schmecken. Und bis zum nächsten Mal. Dicken Dank und Tschüss.